Und damit ein herzliches Willkommen zu Aragami. Weiterhin mit dem Bestreben, uns die Auszeichnung zu ergattern, alles umzubringen oder gar nichts. Oh, wir haben sogar dieses Mal Bogenschützen dabei. Mit Lichtpfeilen. Okay, heißt das, er kann uns auch sehen, wenn wir uns im Schatten bewegen? Ich laufe direkt mal straight rein. Ja, kann er. Okay, alles klar. Ach, und der Pfeil selber kreiert dann auch noch einen Lichtkegel. Schießt er random hier in die Umgebung? Was ein Arschloch. Ach, weil er jetzt mich einmal gesehen hat, fängt er jetzt an, hier alles auszuleuchten. Was ein behinderter Typ. Okay, aber ich glaube, das zählt immer noch nicht als detected, also von daher sind wir noch safe. So, das ist auch immer mal wieder interessant zu gucken, ob man nicht irgendwo oben rumlaufen kann. Die Typen können sich aber jetzt auch ruhig mal so langsam auf den Weg machen, irgendwo anders dahin. Warum sieht er mich denn, bitteschön? Ja, gar nicht auffällig. Komm ich da hoch? Komm ich da irgendwo dran? Nee. Ja, Kamera. Hält ja noch ein bisschen behindert dahin. So, wir haben sie auf jeden Fall schon mal umgangen, ohne aufzufallen. Oh, da vorne ist ein Tier. Wo ist es hin? Reach the next area. Und wir haben eine Schriftrolle gefunden. Ja. Wir könnten unsere Fähigkeiten mal wieder ein bisschen angucken. Nö. Nee. Ah, approach a dead guard and make the body disappear. Das ist doch wirklich schon mal was Gutes. Kriegen wir das? You have three. This costs two. E. Okay, alles klar. Wir können also jetzt Körper von getöteten Gegnern verschwinden lassen. Und das ist das, was ich die ganze Zeit schon gehofft habe. Vielleicht wird es dadurch ein bisschen zu einfach, weil man da nicht mehr drauf achten muss, dass man die Leute davon abhält, die Körper zu finden, weil man sie einfach verschwinden lassen kann. Aber vielleicht schaffen wir es dadurch, auch immer unerkannt durchzulaufen. So, und hier wird es jetzt wahrscheinlich wieder genau weitergehen mit unserer... Mit unserem Stealth Mode gehen hier hin. Und bewegen uns diesmal durch die Mitte ein wenig. So, hier hoch. Hier war nämlich keiner, genau. Obenrum ist wieder keine Option. Wir haben wieder keine Möglichkeiten, irgendwo auf Balken über den Leuten zu balancieren.
Aber ich werde mir jetzt hier einen Schatten kreieren, ins nächste Versteck und dann möchte ich da gerne rechts von ihm rein. Ja, perfekt. Und da können wir nämlich dann einfach hier rüber. So, und hier können wir aber, so wie ich das sehe. Oh, das Ding ist doch hundertprozentig ausgeleuchtet von oben. Wir müssen aber rein. Geht kein Weg dran vorbei. Ich wette mit dir, wenn ich mich da hoch teleportiere, bin ich tot. Nee, nee, nee. Da hinten ist noch eine Lichtkugel. Vielleicht muss ich die zuerst ausschalten. Was ist denn mit ihm hier da hinten? Der dreht sich die ganze Zeit von rechts nach links. Hat er irgendwas an der Klatsche? Kommt mir auf jeden Fall so vor. Ich glaube, der hat sich ein bisschen festgebackt, kann das sein? Habe ich mich erschreckt. So, jetzt. Ich kann mich gerade nicht großartig bewegen, anscheinend. Ach, jetzt wieder. Ich würde gerne dahinter. Aber der Bogenschütze macht mir momentan, glaube ich, mein Leben ein bisschen schwer. Ich habe nämlich die Bedenken, wenn ich mich hinter ihn porte. Oh, genau das. Dass er sich nicht hochportet, sondern einfach runterfällt. Genau so wie ich das sehe, muss ich da hoch. Ist aber auch nicht genug markiert. Das heißt, ich muss hinlaufen. So, wir sneaken uns jetzt mal von hier hinten an. Ah, er läuft Patrouille. Nein, 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 das kannst du knicken. Du kannst auch noch so viele Schüsse hinsetzen, du Affe. Komm, verpiss dich. Ich hab Zeit. What? Wo zielt denn der hin? Bitte. Willst du mich doch gerade auf den Arm nehmen, oder? Warum denn? Ich check's nicht. Ich check's gerade echt nicht. Was machen die denn da alle gerade? Ja, du kannst in dem Game noch nicht mal richtig durchgehen. Weil dann irgendwas Verbuggtes kommt und du bist tot. Toll.
Hä? Wow, also. Nein. Nein, definitiv nicht. Was zur Hölle war das? Das war kein großes Problem. Weiter geht's. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Dann sind wir hier hinter, genau hier hin. Haben den Vogel hier angelockt. Sind wieder hier hinter geportet. Dann warten wir mal kurz, bis das Spiel hinterherkommt. Und schalten die Kugel aus. Im Rückweg holen wir uns noch. Ah, die Schriftrolle hat er gespeichert. Okay, alles klar. So, und da oben der Typ ist ein bisschen verbuggt, deswegen gehen wir da jetzt nicht nochmal hin. Sondern gucken wir uns das Ganze nochmal aus der Ferne an. Ich habe aber das Gefühl, dass wir da hin müssen. Ich werde es jetzt nochmal ausprobieren. Genau. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Er fängt schon wieder an zu schießen, wie so ein Bekloppter. Der hat sie da echt nicht mehr alle, der Affe. Komm, hau ab. Du hast doch keine Augen im Hinterkopf. So, genau, wunderbar. Wir werden jetzt mal gucken, ob er nicht nochmal dahinter laufen will und dann schnell die Brücke überqueren. Du läufst in die Richtung? Warum läufst du in die Richtung? Da kann ich ja was ganz Heikles machen und hier einfach mal bimmeln. Du schießt dahin, du läufst nicht dahin. Okay. Ey, du bist ja ein stranger Typ. Aber du bist echt ein bisschen merkwürdig, hä? Und ich will ihn eigentlich nicht umbringen. Aber wenn er jetzt weiterhin da rumsteht, wird mir kein anderer Weg übrig bleiben. Da hinten war eigentlich super, dass er kurz abgehauen ist. Na also, jetzt habe ich den Typ da vor mir, oder was? Den Schatten mal ein bisschen näher zu uns ransetzen. Ha! Geschafft. Das Beste wäre jetzt auch, wenn der andere Typ sich auf einmal umdreht und mich einfach umnockt. Der dreht sich um. Was machen wir da jetzt am besten? Ich glaube, wir warten noch mal kurz ab, bis er sich gegebenenfalls wieder uns widmet. Oder vielleicht komplett dahinter. Ne, er bleibt einfach mal wieder stehen. Er läuft mal wieder 50 Zentimeter, bleibt stehen, weil es sich von dort aus ganz anders anfühlt und man viel, viel mehr im Blick hat. Idiot. Komm, verschwinde doch einfach. Hier ist ein bisschen Schatten. Ich will die Kugel doch nur haben. Warum kann unser Rabe da eigentlich nicht mit Karacho reinfliegen? Und der Typ, der bewegt sich also nur so 20 cm zur Seite und guckt einfach wieder in die Richtung. Ist doch nicht normal. Weißt du was? Wir machen das so. Du siehst mich nicht.
Just the wind. That's right. Just the wind. So, und du kannst dich jetzt eigentlich mal wieder auf den Rückweg machen. Bei ihm hier, den werde ich mal versuchen wahrscheinlich anzulocken und mich dann hinter sie zu porten. Ich glaube, einen anderen Weg habe ich da leider nicht. Wenn ich überhaupt an ihn vorbei muss. Wahrscheinlich muss ich das noch nicht mal. Sondern ich muss den Weg dahinter finden. Kannst du jetzt nicht einfach mal verschwinden? Na also. So, ihn hier. Kriegen wir ihn weggelockt? Nein, wehe. Ja. Oder muss ich nicht hier hoch irgendwo, um dann dahinter zu kommen zum Ausgang? Ist es natürlich eine gute Frage, ob hier jemand drin ist. Ah. Bist du mit einem Packesel oder was los? Klar, wir nehmen noch was mit. Und sie haben, die Schattenkriege haben anscheinend Angst, dass wir irgendetwas freisetzen, wenn wir alle Talismanen gefunden haben. Und deswegen werden sie so stark beschützt. So, wir werden uns jetzt hier weiter durchsneaken in den nächsten Bereich. Und das kennen wir ja schon, dieses Spielchen hier. Zack, zack. Und wenn nicht genug Schatten da ist, machen wir welchen. Und wieder zurück. Genau. Und etwas Schatten und hier runter. So, wir müssen ganz dahinter. Und wir haben hier einen Arsch voll Gegner. Und wir haben immer noch nicht das Levelende erreicht. Das heißt, wir haben es immer noch nicht geschafft, das Ganze Stealth abzuschließen. Das heißt, wir müssen uns immer noch weiter bewegen, ohne auch nur ein bisschen aufzufallen. Und es ist extrem schwer. Ich habe es mir deutlich einfacher vorgestellt, wenn ich ehrlich bin.
Und so richtig zu 100% sind wir auch nicht, wenn wir uns im Schatten bewegen. Wir brauchen meist doch noch irgendein genaueres Versteck. Ein besseres Versteck. Wo sind wir hier überhaupt im Schatten? Ja, doch. Boah, das ist mir aber hier echt noch ein bisschen zu knapp. Ich würde gerne hinter ihn gelangen. Schaffen wir das? Nein, das schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Leider nicht von hier. Wenn wir den Schatten größer bauen. Ja, okay. So, wir befinden uns hinter uns, können aber schon wieder nicht hier hoch. Schade, schade. So, dahinter müssen wir. Wir haben auch noch keinen Fokus auf den Gegner. Das heißt, wir haben, also ich meine damit, wir können die Gegner leider noch nicht erkennen anhand ihrer Geräusche, sondern wir müssen sie wirklich sehen. Ich glaube, das würde uns auch noch mal einiges bei unseren Stealth-Missionen weiterbringen. Boah, das ist, glaube ich, gerade ganz schön knappe Angelegenheit. Da wir auch als Aragami? Ja, Aragami gesehen werden können, auch wenn wir uns im Schatten aufhalten. So. Aber bis hierhin gut gemeistert. Daneben müssen wir irgendwie anscheinend in diese kleine Festung rein. Boah, was hat denn der für eine geile Leuchtkugel da oben? Das Haus interessiert mich ja echt. Aber das ist ganz schön gut bewacht. So, ich will darüber. Ich würde gern erstmal eine Mission abschließen, in der wir mal wirklich komplett stealth laufen. Oh, da unten geht's rein. Kann das sein? Kommen wir hier in das Gebäude? Ja. Und wir müssen da rein. Genau, wir müssen rein. Schön sneaky vorbei. Oh, da steht einer. Toll. Nämlich bei unserer Schriftrolle, die wir haben wollen. Oh, scheiße. Nein! Gut, damit haben wir unsere 24 Minuten erreicht. Dann mache ich hier einen kurzen Cut. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Beim nächsten Mal kommen wir vielleicht weiter. Ich hoffe, dass uns das jetzt nicht den Erfolg verdorben hat, von wegen Sneaky-like. Wir sehen uns. Lasst mir ein Feedback da, gebt mir einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und bis zum nächsten Mal.